Ja, wir sind jetzt auch mal ans Aufräumen gekommen. Seht ihr schon hinter mir? Die Hänger haben wir jetzt erstmal schon rausgefahren. Hier ein Zoo und zweimal einzeln. Ja, und jetzt heißt das erstmal alle fegen, dass sie wieder schick sauber ist. Dann fahren wir die Hänger alle schön rein, machen die Plane eben drüber. Ja, wir wollen die Hänger jetzt eben einmal abschmieren und gleich eben einmal überwaschen, dass sie wieder schick aussehen und ordentlich in die Halle kommen. Ja, wieso man Maschinen abschmiert etc. habe ich ja schon mal in den einen Güllefass-Video erzählt. Findet ihr hier oben irgendwo in der Ecke. ja, da habe ich das alles schön detailliert erklärt. Dass das halt ein gutes Beispiel war halt, wenn man zum Beispiel irgendwie Essen zwischen den Zähnen hat und dann mit den Zähnen hin und her knirscht oder reibt, tut das nicht weh. So, wenn jetzt kein Essen zwischen ist, dann knirscht das und da reiben sich ja, die Zähne von ab. Dann wird's richtig schön. Und mit Sand ist es noch schlimmer. So, und das ist genau das gleiche hier bei den Bolzen und Boxen. Wenn da Fett zwischen ist, läuft das alles ganz schön, wird alles schön geschmiert. Wenn da jetzt einfach nur Eisen auf Eisen reibt, quietscht das auch, reibt sich nachher der Bolzen und die Buchse auf, man hat nachher überall Spiel und dann ist wieder alles im Arsch. Deswegen schmieren wir jetzt eben alle vier Anhänger ab und waschen die dann eben kurz über und dann kommen die in der Halle. Basti in Action. Ja, komm los. Schön am Abschmieren. Hier liegt hier wieder letzte Louis drin und Anhänger. Ist von der anderen Seite an der Achse auch noch was? Ja, hier halt bei der Deichsel, das ist halt der Drehpunkt von der Deichsel, Federung. Und was wichtig ist, sind auch die Bremsen, dass die immer schön gängig sind. Und dass, wenn man eine Gefahrenbremsung machen muss, dass es auch alles so funktioniert, wie soll. Wir haben jetzt alle vier Hänger einmal übergewaschen. Hier im Hintergrund seht ihr noch die zwei. Ja, die anderen beiden haben wir schon in der Halle reingestellt. Das machen wir jetzt mit einem von diesen auch noch. Und der andere kommt hier in die geschlossene Halle, wo die Beregnung steht. Und die holen wir schon mal raus, dass, wenn es trocken wird, dass wir die einfach nur vorkoppeln müssen und Attacke. Die drei Hänger stehen jetzt schön in der Halle. Seht ihr, alle schön passend nebeneinander gefahren, platzsparend arbeiten. Ja, die Gummis haben wir schon wieder nicht dran gemacht. Also die Plane haben wir drüber gemacht, Gummis aber nicht dran gemacht, weil die jetzt hier einfach nur in der Halle stehen und sonst würden die ausleiern. Und das ist einfach schonend für die Bänder von der Plane, dass sie halt nicht dran sind. Jetzt holen wir die Beregnung eben raus. Johannes hat gerade schon gesagt, kribbelt schon ein bisschen in den Finger. Bewegungsfeeling ist schon wieder da. Ja, also wenn man das zum zweiten macht und zum zweiten auf und abbaut und so, macht das schon Spaß. Also wenn man sich auch eine Beregnung kauft, muss man auf alle Fälle auch Bock drauf haben. Und es ist irgendwie geil. Regensprenger. Viele Leute haben ja auch im Garten Regensprenger etc. Und die finden es ja auch geil, wenn der Rasen richtig knackig grün ist. So, und wenn jetzt unsere Kartoffeln tiptop grün sind und Raps zum Beispiel, das freut einfach einen. Jetzt haben wir Beregnung hier draußen. Es hat zwar zum Glück die letzte Zeit immer mal wieder geregnet, was echt super ist. Letztes Jahr waren wir zu dieser Zeit schon im Vermehrungsraps das zweite Mal zugange. Konnten uns dies Jahr bisher sparen. Allerdings ist die Witterung durch die kalten Temperaturen noch etwas später. Deswegen müssen wir mal gucken, wie oft wir danach wirklich durch müssen. Aber eine Gabe haben wir uns auf jeden Fall schon mal gespart. Warum holen wir sie trotzdem raus? Einfach um alles vorzubereiten, fertig zu machen. Im Winter bauen wir die Batterie aus, die halt den kleinen
Computer mit Strom versorgt. Und dann schmieren wir jetzt noch einmal durch, dass alles soweit fertig ist, falls wir sie dann doch brauchen, dass wir dann loslegen können und nicht dann erst anfangen müssen mit Wartung und Pflege. Ja, wenn wir jetzt mit dem Beregnen anfangen würden, dann wäre das sehr wahrscheinlich der Vermehrungsraps. Ja, normale Gerste, Weizen etc., also die ganz normalen Früchte, beregnen wir nicht. Bei den normalen Kulturen versuchen wir durch Precision Farming die, das Ertragsoptimum rauszuholen. Also sprich, die Sandstandorte oder die schlechteren, die weniger Wasser halten, säen wir und düngen wir und spritzen wir weniger und versuchen somit dann auch schon unsere Inputstoffe zu reduzieren, um dann die guten Stellen dann etwas mehr zu geben, damit wir dann den Ertrag genau da holen, wo er auch möglich ist und möglichst wenig Input nutzen. Und somit versuchen wir da das Bestmögliche rauszuholen ohne Beregnung, da wir auch irgendwo sehen, dass wir nicht zu viel Wasser verbrauchen dürfen oder können. Da gibt es ja auch Vorgaben. Genau. Man hat auch Genehmigungen, wie viel Wasser entnommen werden darf und in welcher Zeit wie viel Wasser entnommen werden darf. Aber in der Saatgutproduktion macht es schon Sinn, da man immer mal Phasen hat, wo es trocken wird. Und wenn die Pflanzen unter Trockenstress leiden, dann kann sich das auf Saatgut auswirken. Also es könnte zum Beispiel, wenn das zum Ende hin entsteht, ganz kleines Korn nur ausgebildet werden, was dann keine richtige Triebkraft hat und nicht wirklich wächst. Und das ist natürlich dann wieder schwierig, wenn man das als Saatgut nutzen möchte, weil man dann schlechte Saatgut hat und schwierige Startbedingungen für die nächste Kultur. Von daher macht es für uns durchaus Sinn, dann in der Saatgutproduktion mit der Beregnung zu arbeiten, um einfach die Qualität sicherzustellen, dass auch der Landwirt, der nachher das Saatgut kriegt, gutes Saatgut hat, was auch dann gut wächst. Ja, genau. Und Kartoffeln beregnen wir natürlich auch. Da ist es halt einfach, weil eine Kartoffel relativ viel Wasser braucht und wenn man ihn nachher kaputt schneidet, ist ja auch relativ viel Wasser in der Knolle. Wie viel Liter braucht eine Kartoffel pro Hektar am Tag? Oh. Hattest du irgendwie 3000 Liter gesagt? Nee, mehr. Okay. 20.000. Oh. Du musst ja, wenn das richtig, also im Sommer, wenn das richtig heiß ist, dann beregnen wir ja im Prinzip jede Woche rundweg 25 mm, 25 bis 30 mm. Ja. Das bedeutet, das sind dann jede Woche 300 Kubik auf dem Hektar, knapp 250 bis 300 Kubik auf dem Hektar, was dann auf dem Tag, also 280 durch 7 wären 40.000 Kubik am Tag. Aber das ist dann wirklich bei Extremtemperaturen von 30, 35 Grad und prallender Sonnenschein. Ja, und nachts dann auch so warm. Ja. Und 40 Kubik, das sind ja 40.000 Liter. Ja, genau, genau. Also auch im Kartoffelbau muss man die Qualität sichern. Wir produzieren ja Industriekartoffeln, also im Prinzip Pommesware. Und dazu müssen die Kartoffeln eine gewisse Länge haben. Innerliche Qualität, ja, das auch. Also von der Größe her müssen die passen, damit man schöne Pommes rausschneiden kann und nicht nur so kurze Mini-Dinger da rauskommen. Ihr wollt, schätze ich, bei McDonald's auch lieber die 10 cm Pommes haben wie so zwei. Genau. Ja. Und auch die innerlichen Qualitäten. Uns beiden macht das Beregnen auf alle Fälle auch Spaß. Also klar, dann ist es sind auch mal Tage dabei, wo man keine Lust drauf hat, aber im Großen und Ganzen macht es uns so viel Spaß, weil man sieht einfach nachher die Frucht, welche richtig schön knackig grün ist, nachher auch große Kartoffeln zum Beispiel erntet oder beim Vermehrungsraps guten Ertrag mit dicken Korn. Ja, und ihr wollt bestimmt auch zu Hause einen grünen Rasen haben. Ja, was macht ihr? Rasensprenger draufstellen und auch sprengen. Das findet ihr auch geil, oder nicht geil, sondern auch schön, wenn der Rasen richtig schön knackig grün ist und richtig schön wächst. Das ist bei uns Landwirten nichts anderes, nur eine Nummer größer. Genau. Und wir versuchen auch durch Maßnahmen, wie zum Beispiel hauptsächlich nachts zu beregnen, oder in den Phasen, wo es etwas kühler ist und die Sonneneinstrahlung nicht da ist, wenn man jetzt mal einen Tag hat, wo es dann nicht so warm ist und danach werden richtig heiße Tage gemeldet, dass man dann schon beregnet,
wo dann einfach ja, der Effekt vom Wasser am besten ist. Ja, nachts hat man ja fast keine Verdunstung, die Pflanze kann das gut aufnehmen. Jetzt haben wir hier alles wieder reingestellt, die Anhänger stehen hinten schön nebeneinander, dass sie vor der Sonne geschützt sind. Und ja, die brauchen wir erstmal die nächsten 2 Monate nicht. Und die Beregnung dann hier und der 4. Anhänger steht jetzt da, wo die Beregnung vorher stand, in der anderen Halle. Ja. Ja, zum Thema Beregnung noch einmal. Wir sehen die Beregnung, oder in der Landwirtschaft ist die Beregnung im Prinzip eine Versicherung. Einige Leute haben die. Die kostet auch Geld, also bis man das Ganze zusammen hat, weil es ist ja nicht nur diese Trommel. Man braucht Brunnen, man braucht Schläuche, man braucht Arbeitskraft, die auch Geld kostet. Das hat man, das hält man vor als Versicherung. Man hofft immer, man braucht das nicht. Man kriegt den Regen quasi von oben und muss sich die Arbeit und die Mühe nicht machen. Aber einfach um ja, gegen extreme Wetterbedingungen versichert zu sein oder abgesichert zu sein, hat man die Beregnung, um dann einschreiten zu können bei Dürrephasen oder Trockenphasen, damit man einfach ja, seine Kulturen retten kann teilweise sogar oder auch ja, über die Zeit rüberbringen kann, damit man irgendwo die Qualitäten erreichen kann, die man erreichen muss, die auch oft vertraglich vorgeschrieben sind. Zum Beispiel in der Saatgutproduktion, aber auch im Kartoffelbau werden Qualitätsvorgaben gegeben, die erfüllt werden müssen bei dem späteren Produkt, sprich dem Saatgut oder der Kartoffel. Und dieses Risiko können wir Landwirte auf diesem Standort hier mit doch durchaus schlechten Böden hier und da, also von bis natürlich, aber auch viel schlechten Böden, nur absichern oder uns mit gegen absichern mit einer Beregnung. Und das ist so der Hintergedanke mit, warum wir die haben. Nicht einfach, weil wir Wasser verteilen wollen, weil wir da Bock drauf haben, sondern weil es für uns auch wie eine Versicherung ist, um einfach zu überleben oder zu überstehen im Konkurrenzkampf, dem auch alle Landwirte untergeordnet sind. Jetzt wollte ich die Beregnung nochmal abschmieren und dann ist sie eigentlich soweit einsatzbereit, dass wir sie anhängen können und aufs Feld fahren können. Ja, jetzt machen wir den letzten Rest noch eben sauber und dann ist Feierabend. Hänger sind sauber und drin, Beregnung ist draußen, Trecker ist gewaschen, Halle ist sauber. Was will man mehr? Nix Feierabend, Schweine füttern. Ja, okay. Ja gut, nicht für dich, ne? Nee, Videoschneiden für mich. Videoschneiden, ja.